Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der ÜPOS darf ich Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Online-Konferenz begrüßen. Das Lunch-Update hat das Ziel, Ihnen in einem überschaubaren Zeitraum von rund 15 Minuten das Wesentliche zu den aktuellen Themen zu präsentieren. Das Top-Thema, das momentan den Kapitalmarkt, aber natürlich auch die Medien bewegt, ist natürlich die Abstimmung in Großbritannien über den Verbleib in der Europäischen Union. Sie lesen sehr, sehr viel in den Medien. Es gibt eine große Menge an Diskussionen, Analysen. Jede große Bank, jede Investmentbank, Fondsgesellschaft, jeder große Vermögensverwalter präsentiert aktuell seine Meinung zu diesem Thema. Und wir haben versucht, die wesentlichen Aspekte zusammenzubringen, aber vor allem auch aus der Anlegerperspektive zu denken, um große Anleger Fehlentscheidungen zu vermeiden, die ja tendenziell immer in solchen Phasen hier entstehen. Auf jeden Fall haben wir wieder einige attraktive Wortschöpfungen, Brexit, Remain oder Believe, also dieses Thema Believe zu sagen, pass mal auf, Leute in Großbritannien, wenn wir rausgehen, wir können es auch alleine schaffen, schaut euch die Probleme an, die in der EU anstehen und von daher ein interessanter Wortreigen, der uns präsentiert wird. Grundsätzlich Hand aufs Herz, das sollte jedem von uns klar sein. Es ist natürlich wie beim Würfelspiel. Grundsätzlich stehen die Wahrscheinlichkeiten erstmal 50 zu 50. Das heißt, die Leute können entweder dafür abstimmen, dass man eben rausgeht, oder man entscheidet sich dafür, drin zu bleiben. Und diese ganzen Abstimmungen, die man versucht im Vorfeld abzugreifen, indem man Telefonumfragen durchführt, indem man auf die Quoten bei den Wettanbietern schaut und dann versucht, Rückschlüsse über vergangene Abstimmungen zu finden, die sind natürlich immer noch ein Stochern im Nebeln, weil am Ende des Tages ist es eine tendenziell emotionale Sache. Sprich, sachlich gesehen ist, glaube ich, auch vielen Briten klar, dass ein Ausstieg relativ teuer wäre. Es gibt ja durchaus Analysen, die sagen, die direkten und die indirekten Kosten, die können sich auf bis zu 200 Milliarden Pfund bewegen. Und ich glaube, auch den Leuten in Großbritannien ist grundsätzlich klar, dass man natürlich wirtschaftliche Beziehungen mit dem Binnenmarkt der Europäischen Union hat. Aber wir dürfen die emotionale Komponente nicht vergessen. In der heutigen Zeit leider umso mehr. Sie stellen das fest in den USA, wo auch als Ausländer ja gesagt wird, mein Gott, wie könnt ihr denn Donald Trump so weit hier überhaupt bringen? Damit hätte niemand gerechnet. Wir sehen es auch in anderen Bereichen, wenn Sie sich Umfragen anschauen, auch in Europa, die Stimmung bezüglich der EU, die ist nicht besonders positiv. Man sagt, die EU ist schuld, dass meine Löhne nicht steigen. Die EU ist schuld, dass wir das Geld umverteilen vom Kern Europas an den Rand. Also diese emotionale Komponente, der natürlich einen großen Einfluss hat, da wir alle Menschen sind, die sollten wir nicht vergessen. Und alle sachlichen Analysen, die sind hier natürlich immer damit behaftet, dass sie zwar sachlich richtig sein mögen, aber das muss nicht bedeuten, dass die Entscheidung nicht durchaus emotional fallen kann. Also mit dieser Einleitung schauen wir uns mal die Thematik an, und die Verunsicherung am Kapitalmarkt, meine Damen und Herren, die ist wirklich spürbar, greifbar. Hier nur mal als ein Synonym für die Flucht in die sicheren Häfen. Aktuell die Rendite einer 10-jährigen deutschen Bundesanleihe. Sie sehen es hier schön, die Entwicklung in den letzten Jahren, wie es nach unten ging. Und aktuell die Rendite hier, ich glaube, erstmalig in der Geschichte, da sind wir bei 0%, also sprich, Sie leihen dem deutschen Staat Geld für 10 Jahre und Sie bekommen eine Verzinsung von 0, also wirklich dramatisch. Und das sehen wir insgesamt, dass die momentane Verunsicherung mit einer Flucht in eine sichere Häfen beantwortet wird. Also man kann das wirklich spürbar greifen. Und wenn wir das Thema betrachten und wir lesen Markteinschätzungen verschiedenster Vermögensverwalter jeder Größe und egal ob die in Frankreich sitzen, in Großbritannien, in den USA oder auch in Asien, und in vielen Marktkommentaren und Portfolioanalysen lesen Sie, wir haben uns abgesichert, wir haben Risikopositionen etwas reduziert. Und das heißt natürlich schon, dass sich viele Marktteilnehmer defensiver positioniert haben. Man sieht teilweise gestiegene Cashquoten, weil sich natürlich niemand vorwerfen lassen will, dass er in einem solchen Umfeld nicht gehandelt hat. Und setzen Sie sich bitte auf den Stuhl einer Person, die für große Summen an Kapital verantwortlich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass, wenn nichts passiert,
dann wird man Ihnen keinen Vorwurf machen, wenn Sie Risiken reduziert haben. Aber wenn etwas passiert und Sie haben nicht reagiert, dann wird Ihnen jeder sagen, es stand doch in der Zeitung, hast du nicht gesehen, wie die Umfragen bei den Wetten waren, du hättest Risiko reduzieren müssen, du hast dein Risikomanagement verschlafen und dementsprechend haben wir über dieses Thema Karriererisiko auch Reaktionen natürlich bei großen Marktteilnehmern, die hier Risiken reduzieren. Wenn wir das kurz einordnen, dann ist es ja vereinfacht gesprochen, klar, wenn wir das Brexit mit Ja beantworten, dann haben wir ein hohes Maß an Unsicherheit. Es wird darüber diskutiert werden, wie soll die weitere Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien sein. Auch die USA in Form von Barack Obama haben ja schon mitgeteilt, dass sie lieber mit einer großen EU als mit einem kleineren Großbritannien verhandeln werden. Dann das Thema Vertrauensverlust an den Kapitalmärkten. Meines Erachtens könnte besonders vor dem Hintergrund eines möglichen Dominoeffektes eine Rolle spielen. Sie erinnern sich damals im Rahmen der Euro- und Staatsschuldenkrise, haben Sie oft diese Dominosteine gesehen, wo man gesagt hat, erst ist es Griechenland, dann Portugal, dann Spanien, dann Italien, irgendwann Frankreich und dann wird es auch Deutschland treffen. Und auch bei dieser Brexit-Thematik sehen wir momentan, dass vielfach Umfragen aus der Tiefe der Archive hervorgeholt werden. Und man sagt ja, auch in Holland sagen die Leute, na, von der EU halten wir nicht viel. Das Gleiche sehen Sie auch in Frankreich, wo ja auch momentan Proteste aufgrund der Arbeitsmarktreformen stattfinden. Also dieses Thema dauernder Vertrauensverlust könnte wirklich ein Thema sein, indem man diese Domino-Theorie, die man aus anderen Gründen für die Staats- und Euro-Krise bemüht hat, jetzt wiederum für das Thema EU aus der Schublade holt. Das meines Erachtens ein ganz, ganz großes Thema und erklärt dementsprechend auch, warum eine deutsche Staatsanleihe mit 10-jähriger Laufzeit bei null oder sogar negativ rentiert. Weil wenn man dieses Domino-Thema zu Ende denkt, dann ist der sichere Hafen natürlich ganz klar Deutschland. Dann könnte man sich für Deutschland auch Renditen vorstellen, ähnlich dem negativen Niveau in der Schweiz. Und dann würde es aus der Perspektive immer noch Sinn machen, eine deutsche Staatsanleihe heute mit null zu kaufen, weil sie kann ja noch auf minus 0,7 und minus 0,8 fallen. Und das sind ein paar schöne Kursgewinne. Dann das Thema Vorbildfunktion für weitere Staaten, das ist natürlich auch ein Thema, was sich hier durchspielt. Insgesamt, wenn wir uns die Fakten mal betrachten, dann sehen wir, dass wir große Themen haben, die da diskutiert werden. Wenn ich es mal zusammenfasse, dann kann man sagen, warum sollte überhaupt Großbritannien rausgehen? Man sagt, naja gut, wir haben relativ hohe Kosten durch die Europäische Union. Die Europäische Union ist zu groß geworden, die regiert uns hier in zu viele Themen mit rein. Dass man sagt, okay, dass unsere nationale Souveränität, die wird hier erodiert und am Ende des Tages wird das Geschäft auch behindert, weil wir haben zu viel Regulierung, die wir umsetzen müssen und zu viel Regulierung ist schlecht fürs Geschäft und weniger Geschäft heißt weniger Wachstum und weniger Wachstum heißt weniger Arbeitsplätze und weniger Arbeitsplätze heißt weniger Wohlstand. Also das sind die Themen, die hier diskutiert werden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sachlich ganz klar, die EU ist ein Riesenmarkt, die steht für 25% der globalen Wirtschaftsleistung und ist auch für Großbritannien der größte Handelspartner. Also rund 45% der Exporte gehen in die EU und 50% der Importe kommen aus der EU. Man hat großes Volumen an ausländischen Direktinvestitionen netto in Großbritannien. Also das ist schon ein großes Thema, was hier bewegt wird. Und das löst eine gewisse Unsicherheit aus, weil man auch nicht genau weiß, wie geht es denn eigentlich weiter? Also sprich, wie wird das Ganze politisch umgesetzt? Was heißt das für die Finanzsysteme? Also viele, viele Punkte. Auf der anderen Seite, klar, haben wir das Thema Nein, dann eine Festigung des Status quo. Aber ich bin der Meinung, dass uns dieses Thema, was wir hier schon mal skizziert haben, was Sie eigentlich auf der Thematik Brexit sehen, dass uns das auch dauerhaft begleiten wird bei einem Nein. Eben diese Grundsatzthematik, dass wir Spannungen haben innerhalb der Europäischen Union, die aus der Thematik entstehen, dass es um das Thema Umverteilung geht, dass wir große demografische Veränderungen haben, digitalen Fortschritt, dass Geschäftsmodelle wegfallen, Arbeitsplätze in Gefahr sind, dass es schwieriger wird, die Löhne auf einem gewissen Niveau zu halten aufgrund des steigenden Wettbewerbes durch die Digitalisierung und die Technik. Und das führt natürlich zu einer Unzufriedenheit im Volk und das könnte eine Rückkehr zu nationaleren Ansichten auch als Rolle wieder aufnehmen. Deswegen das Thema kann man durchaus auch perspektivisch über diese Brexit-Thematik nächste Woche hinaus betrachten. Hier nochmal eine Faktenfolie. Da sehen Sie mal die Importe des United Kingdoms. In blau sind die Importe. In der Rot sehen Sie die Exporte im oberen Chart. Die Handelsbilanz, die sehen Sie ja mit minus 8%, die ist negativ. Also sprich, man importiert hier mehr, als man exportiert. Unten sehen Sie nochmal den Anteil am
der Exporte nochmal nach Waren und Dienstleistungen aufgeteilt. Aber wie gesagt, das sind Fakten, die interessieren Analysten, die interessieren vielleicht auch Leute, die irgendwo nach vorne denken, aber bitte denken Sie an diese emotionale Komponente. Und diese emotionale Komponente könnte meines Erachtens weiterhin dazu führen, dass diese Verunsicherheit uns erhalten bleibt und dementsprechend dieses Bild eines Münzwurfs, eines Würfels uns als tragendes Thema begleitet. Also denken Sie an, Fakten sind das eine, das andere ist die Thema Emotionen und wir sind alle nur Menschen und dementsprechend ganz, ganz wichtiges Thema, was mir meines Erachtens in vielen Analysen, die ich lese, zu kurz kommt, weil rein von den wirtschaftlichen Fakten würde man sagen, bleibt drin. Das ist jedem klar. Aber wie gesagt, die Emotionalität spielt eine ganz, ganz große Rolle. Jetzt haben wir noch das Thema Fußball-Europameisterschaft und ich war neulich auf einer Konferenz in London und da war natürlich Brexit auch ein Riesenthema. Und da haben wir den Chefvolkswirt eines der größten Vermögenswalter der Welt gefragt, wie er das Thema sieht. Und er sagte, naja gut, vielleicht wird Wayne Rooney dieses Thema entscheiden, weil die Abstimmung findet, ich glaube, nach dem Ende der Vorrunde für das englische Team statt. Und wenn die Engländer rausfliegen, ist die Enttäuschung vielleicht so groß, dass man sagt, wir wollen damit gar nichts mehr zu tun haben. Und dann sagt er, na gut, das ist vielleicht auch die treffendste Analyse, die Sie zu diesem Thema Brexit erhalten werden. Also gut, wir nehmen es mal so hin. Aber schauen wir auf die Konsequenzen. Wenn ja, also wenn der Austritt entschieden wird, wenn eine Verunsicherung darüber entsteht, wie der Wille des Volkes politisch umgesetzt wird, dann schauen wir uns mal die Fakten an. Also ganz klar. Die Renditen der sogenannten Safe Haven, der sicheren Häfen, natürlich bei den Anleihen, die fallen aufgrund der hohen Nachfrage. Es gibt eine Flucht in Sicherheit, momentan ja auch gewisse Probleme im Bankensektor, die uns möglicherweise angezeigt werden durch die Börsenkurse der großen Banken. Schauen Sie auf die Deutsche Bank. Ich glaube, die stand vorhin bei 14 Euro. Die stand vor der Finanzkrise bei 120 Euro. Schauen Sie auf die Credit Suisse, also die Aktienkurse der Banken. Die sagen uns natürlich ein bisschen was. Wir sehen, dass momentan die Renditen für Staaten aus der europäischen Peripherie, das ziehen wieder ein bisschen nach oben gehen. Das geht wieder auf dieses Thema zurück zu den Nationalstaaten zurück, wenn man manche Sachen zu Ende denken würde. Also hier Thema implizite Risiken zeigen sich wieder ein bisschen stärker. Wir sehen auch, das steigende Kreditrisiko bei den Unternehmensanleihen führt zu einer geringeren Nachfrage. Klar, die EZB kompensiert hier natürlich einiges, aber nichtsdestotrotz könnte man durchaus argumentieren, dass diese Verunsicherung in Kombination mit den anderen globalen und makroökonomischen Problemen dazu führen könnte, dass das Rezessionsrisiko steigt. Ein steigendes Rezessionsrisiko würde sich auf die Unternehmensgewinne negativ auswirken und geringere Unternehmensgewinne heißt natürlich Ceteris paribus, dass wir eine geringere Bonität der Unternehmen bekommen. Alles erstmal kein Riesenthema, aber das ist eine gewisse Unsicherheit, die natürlich hier mit reinspielt. Für die Aktienmärkte, wir sehen die Unsicherheit, wir sehen einen massiven Anstieg der impliziten Volatilitäten, man sieht natürlich auch Anstiege bei den gehandelten Optionen und ähnliches, weil man sich absichern möchte und wenn sich viele absichern, steigen die Preise. Das ist wie, wenn Sie irgendwo am Fluss wohnen und es gab jetzt gerade ein Hochwasser, dann ist jetzt die Elementarschadenversicherung entweder gar nicht mehr möglich oder eben ein bisschen teurer als noch vor einigen Monaten. Auf der anderen Seite, das bietet eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, weil Sie bei vielen strukturierten Produkten, wo Sie auf der anderen Seite erwartete Volatilität verkaufen, Stichwort Aktienanleihen oder Discount-Zertifikate, bieten diese hohen Volatilitäten eine sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeit, weil Sie einen guten Preis bekommen dafür, dass Sie Volatilität verkaufen. Dann Flucht in sichere Anlagen, die sorgt für Verluste, klar. Aktienmärkte im negativen Bereich, tendenziell, Sie sehen es auch, USA hält sich tendenziell stabiler als hier die europäischen Aktienindizes. Und zu den Aktienindizes möchte ich auch noch sagen, die sind sehr, sehr heterogen. Es gibt den Euro Stoxx 50, es gibt den Stoxx 600. Das klingt zwar für viele nach Europa und Europa ist ja gleich, aber das eine ist halt dann eine europäische Währungsunion, also European Monetary Union. Das andere ist insgesamt Europa, also da ist dann die Schweiz und Großbritannien noch mit drin. Also man muss schon ein bisschen schauen, was habe ich da eigentlich für Europa im Portfolio? Und klar, sollte sich dieser Vertrauensverlust noch schneller ausweiten, dann haben wir natürlich das Thema, dass wir hier dauerhafte hohe Verluste haben, weil einfach die Unsicherung in Kombination mit der saisonal sowieso tendenziell häufig schwächeren Sommerphase dazu führt, dass Geld vom Tisch genommen wurde und das erstmal auch vom Tisch wegbleibt, bis sich hier die Lage ein bisschen bessert. Edelmetalle? Ja, die Edelmetalle profitieren, glaube ich, im aktuellen Umfeld von den ganzen Diskussionen, die wir haben. Als deutscher Anleger wissen Sie aber auch,
das Edelmetall wird im Dollar abgerechnet. Sie müssen auf auch die Währung schauen. Und einfach nur zu sagen, der Dollar ist die Fluchtwährung, könnte auch ein bisschen zu kurz springen. Also das Währungsrisiko sollte man doch auch hier im Blick haben. Aber das führt jetzt hier zu weit. Was die Währung betrifft, Pfund gegen Euro. Wir haben schon gesehen, das Pfund hat, glaube ich, rund 10% mittlerweile abgewertet gegen den Euro. Viele Analysten sind der Meinung, dass bei einem Brexit weitere 10 bis 20% relevant wären. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen Aktienindex, da sind beispielsweise 20% britische Aktien drin. Wenn der Pfund abwerten würde und die Unternehmen würden sich nicht verändern, dann haben Sie schon mal rund 2% aufs Gesamtportfolio verloren, einfach aufgrund der Währung. Aber vielleicht wird auch Großbritannien nach einem Brexit die nächste Japan-Story. Also nach dem Motto, investieren britische Aktien, die werden durch das gefallene Pfund wettbewerbsfähiger, weil sie wettbewerbsfähiger werden, ist das gut für die Gewinne, aber man muss dann in die britischen Aktien investieren mit dem Thema Währungsschutz, also sprich sogenannte Quantostrategien oder währungsgesicherte Investmentfonds respektive Indexfonds. Klar, wahrscheinlich würde auch der Euro gegenüber den Safe-Haven-Währungen abwerten, weil dieses Thema Verunsicherung über die EU und dann weitergehend auch den Euro würde wahrscheinlich wieder eine große Schlagzeilenfront bekommen. Und die Notenbanken, klar, die haben bereits Eingriffe angekündigt, aber man kann sich ja auch fragen, okay, was können die dann tun? Ist einfach nur mehr Liquidität die Lösung für alles? Wollen die die Währung stabilisieren? Also klar, dass die Notenbanken sich äußern müssen, aber am Ende des Tages muss man es abwarten. Fazit, Sie sehen es, im Umkehrschluss könnte genau das Gegenteil gelten. Und das ist meines Erachtens auch die kurzfristige Perspektive, dass man sagen würde, wenn sich Großbritannien dafür entscheidet, eben in der Europäischen Union zu bleiben, dann würden sich wahrscheinlich viele dieser angesprochenen sogenannten Trades, also Flucht in sichere Anleihen, Verkauf von Absicherungen, Aufbau von Absicherungen, die würden sich umdrehen. Also hätten wir eine positive Bewegung in die Gegenrichtung. Auf der anderen Seite, auch dazu zielt nicht genügend Zeit, aber dazu haben wir auch den Kapitalmarktdialog ja heute Abend. Wir haben momentan auch noch einige andere große Risiken auf dem Schirm, ob das in China ist, ob das in anderen Bereichen der Welt ist. Also sprich, Brexit ist ja nicht das einzige Thema, was die Kapitalmärkte bewegt und dementsprechend jetzt einfach nur zu sagen, wenn das Brexit-Thema vom Tisch ist, dann ist Friede, Freude, Eierkuchen, dann gibt es eine Flucht in die Wachstumswerte und dann laufen Aktien und Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen einfach nach oben. Ich glaube, ganz so einfach wird es nicht werden. Also naja, dieses Brexit-Thema ist ein Punkt, ist ein wichtiger Punkt, aber im großen Gesamtbild gibt es noch weitere Aspekte, die wir hier auf dem Schirm haben sollten. Für Sie als Anleger ganz klar ein sehr, sehr großes Timing-Risiko momentan, weil Sie sehen es hier, der Fokus der Marktteilnehmer zwischen Brexit und Remain, der schwankt sehr, sehr stark. Einzelne Nachrichten reichen bereits mal hier, um die Märkte zu bewegen. Und wenn Sie darauf reagieren wollen, haben Sie natürlich immer das Risiko, dass Sie hinterherlaufen, dass Sie zu spät reagieren, dass Sie dann verkaufen, nachdem es schon gefallen ist oder dass Sie vielleicht auch zu früh kaufen, weil noch einiges vor uns liegt. Also solche Phasen wie jetzt, gerade aufgrund des Medienechos, das kann eine langfristige Wertentwicklung eines Portfolios doch erheblich beeinträchtigen und dieses Timing-Risiko, was dazu führt, dass Sie vielleicht die besten Tage verpassen, hat langfristig einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Wertentwicklung. Von daher in unserem Verständnis die langfristige Strategie, sofern das Portfolio handwerklich sauber aufgestellt ist, also global diversifiziert ist und jetzt nicht nur hier in Europa investiert, sondern wirklich global über Aktien und Anleihen und vielleicht auch Elemente enthält wie Edelmetalle oder Anlagestrategien, die auch in fallenden beziehungsweise seitwärts fallenden Märkten, seitwärts tendierenden Märkten eine gewisse Stabilität bringen. Da ist das Handlungspotenzial nicht groß. Das Handlungspotenzial ist für denjenigen groß, der sein Portfolio nicht ausreichend diversifiziert hat, bei dem vielleicht die finanzielle Risikobereitschaft nicht zum Anteil der Wachstumstitel im Portfolio passt. Für alle anderen muss man sagen, nicht durcheinander bringen lassen und Büchse schöner nicht anschnallen, Helme auf und wahrscheinlich erstmal durch. Ja, Sie sehen schon hier, ne, mal ist der Fokus der Marktteilnehmer auf dem Thema Remain, ha, Sie werden schon drin bleiben, dann ist wieder auf der Brexit-Thematik. Ja, meine Damen und Herren, das war's an dieser Stelle. Ich darf Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Sie werden im Nachgang noch die Videokonserve erhalten. Sie werden zusätzlich noch
die Möglichkeit haben, Zugangsdaten zu einer wissenschaftlich fundierten Methode zu erhalten, um die finanzielle Risikobereitschaft zu ermitteln. In der heutigen Zeit ja doch, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und abschließend nochmal der Hinweis auf den heutigen Kapitalmarktdialog um 18 Uhr, der naturgemäß etwas länger, also rund 45 Minuten. Da wird Brexit nur ein ganz, ganz kurzes Thema sein, weil ich möchte nicht wiederholen, was ich jetzt ausgeführt habe, sondern wir werden uns auf die anderen Risikofaktoren fokussieren, die wir momentan sehen. Und da beziehungsweise auch mal einen Blick auf die globale Konjunktur werfen. Was ist eigentlich in den USA los? Wie sieht es in China aus? Welche Problemfelder haben wir vielleicht momentan in verschiedenen Vermögensklassen? Also, wenn Sie heute Mittag teilgenommen haben, Sie können trotzdem heute Abend teilnehmen. Es wird 95% neue Inhalte geben. An dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf Ihnen noch einen schönen Mittag wünschen. Lassen Sie sich das Essen gut schmecken. Machen Sie es gut. Bis bald, auf Wiedersehen. Ihr Christoph Leichtweis.